Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Aquanox 2 Revelation. Ja, wir sind endlich in der Machina Antarktika angekommen. Jetzt müssen wir nur noch die Dr. Finch zu diesem Außenposten bringen. Ich hoffe, das wird leicht. Wobei, ein bisschen Herausforderung sollte auch nicht fehlen. Machina Antarktika. Dr. Finch zum Außenposten der Machina Antarktika eskortieren. Die Auftraggeberin, der Auftraggeber darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Taktischer Hinweis. Die See um Cap Horn wimmelt vor Piraten, die aber nur über leichte Bewaffnung verfügen. Na, immerhin. Achso, bevor wir das machen. Ganz wichtig. Was ist denn Plasma? Genau, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Plasma Gun und Plasma Jet? Die Nachladezeit ist wesentlich geringer. 0,40 Sekunden. Macht aber denselben Schaden. Das heißt, über Zeit macht der Plasma Jet mehr Schaden als die Plasma Gun. Hitman und Impactor können wir eigentlich auch weglassen. Ja. So können wir es machen. Ja. So machen wir das. Okay, dann auf. Die alte Schaluppe eskortieren. So. Muss ich das alleine machen oder habe ich einen Kollegen dabei? Oder eine Kollegin? Naja. Okidoki. Ah ja. Das ist unser dicker Bomber. Unser bergdeutscher Bomber. Mann, Skipper, kennst du uns doch? Heiliges Reagenzglas. Hoffentlich macht dieses Korallenhirn uns keinen Ärger. Keine Sorge, Doc. Drake ist cool. Ich meinte nicht Drake. Du. Heiliges Reagenzglas. So, also Stone ist noch mit dabei. Okay, dann kann ich nicht schief gehen. Dann ist auf jeden Fall die Unterhaltung vorhanden. So, wo ist jetzt hier mein Plasma-Jet? Ja, feuert wesentlich schneller. Schön. Schauen wir uns mal die anderen Boote an. Das von Stony sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Bisschen sehr viereckig, ne? Gut. Die haben es irgendwie mit unförmigen U-Booten, aber solange es halt dem Zweck dienlich ist, warum nicht? Naja. Irgendwelche Nebenmissionen oder so? Habe ich da gerade was gesehen? Ne, ich habe Hallus. Fährt aber langsam, ey. Mann, hier ist nichts los. Ohne Witz, das ist viel zu langsam. Dörpflaume Dr. Finch. Ja, ich bin dabei. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich... Mensch, Mädel. Ich bin hart dabei. Richtig, das bin ich. Nächste bitte. Wer schießt da so hart? Ah, da. Ah, das war der scheiß Sniper. Okay. Herr Lurker. Okay. Ah, sehr schön. Mein Reparaturmodus. Was? Ey, jetzt wird man ja ausfällig. Auffällig bist du sowieso schon. Aber schön, dass mein Reparaturmodus so bei 50% circa in... Sag mal...
Anlauf, wollte ich sagen. Wo feuerst du denn dein Torpedo hin? Mann. Wie geht's dir? Naja, geht so, ne? Ey. Lass meine Dörpflaumen in Ruhe. Gut, das können wir jetzt auch falsch verstehen. Außer es ist eine knallige Waffe, die dann daraus hervorspringt, aus diesen Reagenzgläschen-Wichsereien. Naja. Was merkst du erst jetzt? Na gut. Und Pilot aktivieren. Da! Erfülltes Bonusziel! Welches Bonusziel? Welches? Es wurde mir keins angezeigt. Nicht mal eine Möglichkeit offengelegt. Holen wir uns erstmal Lob ab. Ich bin Depri. So, dann komm mal an die Riemen, Mart. Jetzt will ich von dir wissen. Felsengrab? Und verschaukle deinen Captain nicht. Sonst wickel ich dich mit deinen eigenen Därmen und den Vordersteven. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nichts darüber. Was? Sag mal, hast du eigentlich mittlerweile gemerkt, dass ich die scheiß oberste Instanz auf diesem Wege bin? Ich weiß, dass wir den Atlantik hoch müssen. Zum argentinischen Becken. Und dann? Soll ich dort mit meinem alten Kumpel El Topo einen Kaffee trinken oder was? Nein, ich treffe dort Professor Gilmore. Sie kann mir etwas über das Grab sagen. Es war eine Art Rückversicherung, dass wir Finch auch wirklich zur Makina bringen. Gilmore ist vertrauenswürdig. Sie wird da sein und uns weiterhelfen. Ich suche das Grab schon lange. Schon sehr lange. 2 Wochen nach meiner Zeugung sind meine Eltern auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ich wuchs in dem künstlichen Uterus auf. Dann kam das Übliche. Ohne Familie bist du in der Clansunion nur Dreck. Also habe ich beschlossen, mich selbst aus dem Dreck da rauszuziehen. Das tut mir leid. Halt die Schotten dicht, Mart. Du musst nur wissen, wenn es im argentinischen Becken keine wichtige Information für mich gibt, werde ich dich töten. Niemand treibt mit meinem Leben und dem meiner Crew Schindluder. Selbst Ned, den ich sehr respektiere, kann dir dann nicht mehr helfen. Aber worum geht es? Was für ein Grab? Um was es geht? Um was, Schuljunge? Um Träume, Willy Boy. Um die Träume aller Menschen. Und jetzt hinterlass eine leere Stelle auf der Brücke. Hau ab! Eiskipper. Und noch was. Ich hasse diesen verfluchten Atlantik. Oh, ist der pissig drauf. Oh, oh, oh. Ja, ich glaube, wir gehen da mal Hackengas. Suchen uns lieber irgendwas Angenehmes. Stony? Du wirkst nervös, Stony. Chao Lung. Wenn der hier aufkreuzt, kriegen einige von uns den Blutrausch. Ich hab's schon gehört. Er ist einer von denen, die meine Mutter auf dem Gewissen haben können. Drakester, vergiss es. Mach deinen scheiß Frieden, Mann. Du willst doch nicht als besessener Freak enden. Wie Ned. Wieso? Was ist mit ihm? Was? Ach, nichts. Alles smooth, Mann. Alles cool. Dieser Geheimniskrämerei, ey. Ohne Scheiß. Einfach mal alle Informationen auf den Tisch und gut ist. Und was macht das Leben? Ich sehe, wirst du schneller und schneller. Die See hier ist rau. Dann nimm mich. Ich bin zwar genauso unberechenbar, aber weicher. Mei Ling, auf die Dauer machst du mich nervös. Immerhin etwas. Ich sag da nichts mehr zu. Ich sag da einfach nichts mehr zu. Nett. Gib mal was Gutes von dir. William, mach dir nichts draus, wenn Amitabh durchdreht. Es zeigt nur, dass er noch grenzenlos viel Kraft hat. Ach ja?
Er hat mich schon wieder bedroht. Ich kann nur hoffen, dass diese Wissenschaftlerin auch wirklich im argentinischen Becken wartet. Sonst ist das aus mit mir. Ja, hoffen wir das. Und jetzt, ich möchte wissen, was es mit diesem Grab auf sich hat. Warum seid ihr unterwegs? Was um alles in der Welt treibt euch? Unsere Gier. Ja, sagen wir, wir alle folgen unserer Gier. Ich nicht. Ah, du nicht? Wem folgst du? Und sag jetzt nicht, wir hätten dich entführt, dass du keine andere Chance hattest. Ich wollte die Welt sehen. Ich wollte dem Abenteuer folgen. Vielleicht wie mein Vater. Was weiß denn ich? Ich denke, du bist ein kluger Mann, William. Was das Abenteuer angeht. Hoffe, dass du es niemals triffst. Ja, ja, sagt Amitabh auch. Und Angelina. Mei Ling und Stoney sind hier wohl die einzigen Abenteurer. Jeder tut nur das, was er kann. Das Abenteuer mag für Mei Ling und Stoney einen Wert besitzen. Aber glaub mir, es bedeutet nichts. Übrigens, du hast in Atacama City mit einer Frau geredet. Professor Gilmore? Nein, eine andere Frau. Was wollte sie von dir? Sie war freundlich. Hat gemeint, sie kennt mich vielleicht vor langer Zeit. Keine Ahnung. Vor langer Zeit. Aus seinem früheren Leben. Wer war denn das nochmal? Ja, mit irgendeiner hatte ich da gesprochen. Aber ich habe den Namen vergessen. Aber wenn ich das Bild sehe, dann kommst du natürlich wieder zurück. Na gut, sonst noch irgendwas hier? William, schön dich zu sehen. Ich habe nachgedacht. Vielleicht hatte ich ja doch Unrecht und wir sollten alle etwas optimistischer sein. Ist das nicht eine Sache für Mörder und wen meintest du nochmal? Skrupellose. Die Weltsicht der Skrupellosen. Aber lass uns über was anderes reden. William? Ja? William der Besondere. Wie bitte? Komm schon. Amitabh hat wegen dir alleine den Kurs gesetzt. Also bist du was Besonderes. Naja, sieht so aus, als hätte ich einen kleinen Informationsvorsprung. Und du, Angelina? Was siehst du in mir? Einen jungen, frechen Kerl. Jemanden, der die Einsamkeit kennt. Der seine Familie verloren hat. Es kümmert dich nicht wirklich, oder? Du sprichst davon, als sei es ganz natürlich. Kümmern? Doch. Aber es kann nur jemand ganz natürlich von solchen Dingen reden, der sie kennengelernt hat. Im Grunde geht es mir so wie dir. Wie meinst du das? Ich musste meine Familie verlassen, als ich 10 Jahre alt war. Ich musste zu Ned. Ned? Haben sie dich etwa verkauft? Nein, nein, nein. Es war so vorbestimmt. Immer diese Andeutung, diese Geheimnistuerei. Was, Angelina, was ist los? Geduld ist keine deiner Tugenden, William. Aber ich mag dich trotzdem. Was? Angelina, bleib doch noch. Angelina! Ach ja, Andeutung machen, Tatsachen vielleicht auch noch ein bisschen verdrehen, das können die Frauen ja immer besonders gut. Und dann, wenn es spannend wird, ja, dann hauen sie ab. Einfach noch mal ein bisschen den Kerl zappeln lassen. Oh, das ist so eine miese Taktik. Das ist, oh, ich hasse sowas. So, Fuzzyhead, der ist wenigstens cool. Darf ich dich was fragen, Fuzzyhead? Ach, das hast du eben bereits getan. Verdammt, die eine Schraube, die du nicht hast, ist genau die, die du brauchst. Es ist wegen Angelina. Wie lange seid ihr schon zusammen? Die Crew, meine ich. Ja, im Grunde gibt's hier 2 Crews. Aber das hast du vielleicht schon selbst gemerkt, was? Stoney, Animal und Mei Ling? Ein scharfer Beobachter. Na gut, Junge. Angelina ist schon lange bei Ned und mir. Sie ist bei uns erwachsen und ich bin dabei alt. Und Ned? Ned ist müde geworden. Ach, wenn du mich fragst, hat es schon mal bessere Eltern gegeben als mich und Ned. Zum Beispiel Angelinas leibliche Eltern. Junge, siehst du das hier? Was ist das? Ein Rohr, was? Sicher, ein Rohr. Es ist ein Koppler der beiden Polarisatoren eines Dipolantriebs. Es besteht aus mikrotechnologischen Niobiumzellen, jeder einzelne durch Rolling-Kontakte mit den Nachbarzellen verbunden. Verstehe. Du meinst, alles ist in Wirklichkeit viel komplizierter, als es den Eindruck hat. Genau. Tatsache ist, Junge, ich benutze diesen alten Koppler als gewöhnliches Rohr, nichts weiter. Ich brauche das Ding nicht mehr. Es ist ein prima Abstandshalter. Also ist das Komplizierte mitunter doch nur etwas primitiv, Einfaches. So ungefähr, Junge. Wie ich mitgekriegt habe, ist Mayday dir zugetan. Sie ist bildschön, jung und lebenshungrig. Du wolltest doch Abenteuer finden, oder? Ja, aber doch nicht...
Ich bin etwas überrascht. Junge, wir haben dich gekapert. Dir keine Chance gelassen, weil wir dein Boot brauchten. Du kriegst langsam mit, dass wir auf der Suche nach einem Schatz sind. Du verrennst dich, bist verwirrt, versuchst Antworten zu finden. Das hier ist meine Art als Mechaniker, dir zu helfen. Wenn dir das Leben eine Hand reicht, dann greif zu. Und pfeif auf Legenden, Gräber, zweite Engel. Nimm die Hand und halt sie fest. Mein Gott, du musst dich ja nicht dein Leben lang daran klammern. Soll heißen, du sollst Mayday endlich nehmen. Willi, ich... Oh, ich könnte dich echt... Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, gerade erst jetzt? Dass jeder Charakter... Oder anscheinend jeder Mensch hier unten auf dem Ozean so ein komisches Ding am Hals hat. Warum auch immer. Weiß was ich, wofür das ist. Kann man nur mutmaßen. Brücke. Willi, es ist soweit. Wir haben sie auf den Scannern. Wen? Was ist... Piraten, mein alter Freund. Xiaolong ist hier. Ich kenne seine Mühle und seine Hüllfrequenzen. Er hat es nicht auf den Außenposten abgesehen. Zumindest nicht nur. Er will unseren Frachter. Aber wieso? Die Harvester sieht nun weiß Gott nicht nach fetter Beute aus. Xiaolong hat mitgekriegt, dass ich hier an Bord bin. Nicht gerade unauffällig unser Auftritt in Atacama City. Es geht um mich. Und Mayday ist mal mit ihm gefahren, ist abgehauen. Das lässt sich der Makrelenarschfresser nicht bieten. Verdammt. Wir hätten nicht hierher kommen sollen. Cap Horn... Bringt Unglück. Verfluchte Seelen. Zu viele verfluchte Seelen. Was sollen wir tun? Rausgehen. Den Frachter verteidigen. Lung macht keine Gefangenen. Wir müssen aufpassen. Hier haben sie meine Mutter umgebracht. Dann weißt du ja, was zu tun ist. Leider war Xiaolong zu jener Zeit noch im Shogunat. Er kann also nicht für ihren Mord verantwortlich sein, aber es kommt auf dasselbe heraus. Na ja, gut, mindestens mal ein Verdächtiger weniger. Nun gut, also. Dann wollen wir mal rausgehen. Das Beste hoffen. Xiaolong. Aufgabe: Xiaolong hat Amitabh und Mei Ling nach langer Zeit aufgespürt. Er greift der Harvester massiv an. Der Frachter muss beschützt werden. Taktischer Hinweis: Vor dem Dock wird bereits Feindfeuer gemeldet. Vorsicht beim Abdocken. Okay. Ich glaube, da muss ich gleich mal ein paar Torpedos einsetzen, wa? Amitabhs Hass auf den einzigen Rivalen Xiaolong ist groß. Xiaolongs Totengräber darf mit einer besonderen Belohnung rechnen. Okay. Achso, so heißt das Boot von Xiaolong. Okay. Ja, fette Mucke. Rockt. So, dann wollen wir mal. Falsche. Wo ist mein... Aua. Nummer 1. Na, oh, schade. Das heißt, wir machen mal hier mit dem Stanley ein bisschen Stress. Oh. Oh, schalt doch um, Mensch! Na, egal. Oh, da, Plasma Jab, jetzt hab ich's. So, wo ist Xiaolong? Animal, Angelina. Wir räumen hier schon komplett auf. Wo ist er denn? Warte, da sehe ich noch was. Ist das jetzt euer Ernst? Das ist ja auch nicht. Wo ist er denn hin? Hey. So. Ah! Wow, das bist du, ne?
Heilige Scheiße, musst du schaden. Die Lusche macht dich gleich platt. Oh Mann! Endlich, wenigstens das Bonusziel haben wir. Warte mal. Nummer 1. Was? Ach, scheiß Buzzer, ne? Ach, scheiße, das ist der... Ja, egal. Das war mein EMP-Dings da. Oh. Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, dann fliegen wir jetzt mal rüber. Wo ist meine Hitman? Hitman! William, gleich haben wir es geschafft. Da. Brother Man down, die sind wir los. Wo ist denn der scheiß Außenposten? Wo ist er? Wo ist er? Ach, da hinten. Wurde soeben vom Gegner als Ziel erfasst. So, den Rest machst du. Ich kümmere mich mal kurz um das Ding da beim Außenposten. Ah, ich sehe sie schon. Aber fix. Komm, schneller. So. Die zweite Welle haben wir anscheinend überstanden. Ja, aber ich möchte hier noch... Ich hoffe, ich kriege da wenigstens noch eine Belohnung. So, Nummer 1. Oh. So, den haben wir auch noch. Schlecht. Was das? Ah. Das tat mega weh. Komm. Meiner. Oh, da ist noch einer. Kriegen wir auch noch. Na, komm schon. So, den haben wir auch. Wo ist der andere? Auch down. Alle weg? Anscheinend ja. Aber ich glaube, dafür gab es jetzt keine Belohnung. Ich schaue aber nochmal eben, ob vielleicht auf der anderen Seite noch irgendwo was angegriffen wird. Sieht aber nicht so aus. Ne, okay, dann ab zurück mit uns. Ja, wenigstens eins. Tiger Shark haben wir dafür bekommen. Bull Shark, naja, okay. So. Bist jetzt wieder besser drauf, oder? Hey, hey, blow the man down, Willy. Diese elende Wasserpest von Shaolung. Jemand musste ihm mal zeigen, wo der Hammer hängt. Geh zu Fuzzyhead. Hast dir einen anständigen Harry verdient, Mart. Fuzzyhead hat mir gegenüber einen Schatz erwähnt. Was ist damit? Was ist das kostbarste Ding auf der Welt? Gold ist es nicht, obwohl wir es noch nicht synthetisch herstellen können. Diamanten kann jeder Hobbychemiker erzeugen. Was denn? Sag du es mir, Skipper. Die Dinge sind nur dann kostbar,
wenn wir sie dazu machen. Also, was ist nun in dem Grab? Ich verbrachte den größten Teil meines Lebens damit, Kunstwerke, Artefakte aus Oberflächenzeiten aufzustöbern. Und das ist natürlich lukrativ. Tja, Quappe, sagen wir es so. Am Ende gewinnt immer die Bank. Meine Expeditionen waren immer teurer als meine Funde. Ich verstehe, also geht es nicht nur um den materiellen Wert. Doch. Eben doch, Quappe. Wenn es stimmt, was die Legenden über das Felsengrab sagen, werden wir dort so viele Artefakte finden, dass die Reise ein Ende hat. Es gibt also für manche Reisende am Ende doch ein Ziel. Das... wow. Das muss doch auch andere anlocken. Maul halten! Hol mir den Klabautermann nicht an Bord, Mart. Egal. Von nun an sind wir beide zwei Finger an einer Hand, mein Junge. Hey, cool. Freundschaftsangebot. Beziehungsweise, es ist nun mal so. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Meling, du bist doch eine Söldnerin. Eine Ronin. Ein Mensch auf der Woge. Verdammt. Ich habe als Kind im Shogunat schon so viel Grausamkeiten gesehen, das erlebt ein scheiß Tornado-Zone-Söldner in seinem ganzen Leben nicht. Oh, das muss schlimm für dich gewesen sein. Wieso? Wie kommst du darauf, kleiner Drache? Ich war noch nie im Shogunat. Merk dir eins. Das Shogunat ist die einzige Heimat, die ein Mensch wie ich haben kann. Alles andere ist Fremde. Oh, ich habe schon so viel über Shogunat gehört, da möchte ich selber mal gucken. Möchte ich mal vorbei. Was meint Amitabh, wenn er sagt, er und ich sind zwei Finger an einer Hand? Das bedeutet, ihr seid unzertrennbar, Mann. Natural, verstehst du? Und wo ist der Haken? Na, Willy Boy, zwei Finger an einer Hand kann man nur mit einem Messer trennen. Na trotzdem, wenn der Alte sowas sagt, ist es ein gutes Zeichen, Mann. Hey, da läuft was schief. Geh am besten wieder zur Brücke. Zu deinem Kumpel. Ne. Alarm, Alarm, was ist... Oh, warte mal, wir können noch mal mit Animal reden. Was ist? Du, ich wollte nur mal hier runterkommen. Ah ja? Gefällt dir der Geruch? Magst du Abfall und Verwesung und... Nein, nein, ich wollte nur Hallo sagen. Hallo. Warum gehst du nicht nach oben, zu den anderen? Ich meine, du fährst Einsätze mit... Lass mich hier. Im Vergleich zu den Umständen bei den Crawlern ist das hier fürstlich. Na gut. Wenn du es dir anders überlegst, wir können jederzeit miteinander plaudern. Kleiner Schwätzer. Ja, aber du magst mich doch irgendwo ein bisschen, ne? Ich weiß das. So, Alarm hier, oder was? Alarm im Darm? Ich hab's gewusst. Lässt man Kahn zu Wasser, wird er nass. Was ist passiert? Diese Makina-Schlampe Finch hat sich gemeldet. Wer ist dieser Swedenborg? So viel ich weiß, ihr Hauptkonkurrent. Wieso? Was gibt's? Na, dieser Typ hat sich mit ihrem Waffenprojekt aus der Lauge gemacht. Anscheinend hat er sich Deckung gekauft, Hank Bellows Bande. Erinnerst du dich? Du wolltest ihm mal aus der Seenot helfen. Na, dann kann ich mich ja jetzt revanchieren. Finch meinte, Swedenborg darf dabei nicht sterben. Verstehe einer diese Technoale. Am besten legst du ihn lahm. Als Belohnung winkt uns zwar nicht die Superwaffe, aber doch ein ganz nettes Spielzeug. Bei Verfolgungen sollte man kein langsames Schiff nehmen, außer man weiß, dass das Ziel noch langsamer ist. Das heißt, ich soll wieder auf meinen Scout umsteigen. Habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf. Naja. Schauen wir uns nochmal kurz die Mission an. Swedenborgs Flucht. Aufgabe: Swedenborg hat eine neuartige Waffe, eine Forschungsarbeit von Dr. Finch, erbeutet. Amitabh will diese Waffe haben. Swedenborg verfolgen, dessen Schiff lahmlegen, aber auf keinen Fall zerstören. Taktischer Hinweis: Ihr Impactor mitnehmen. Ach, was hätte ich denn sonst mitnehmen sollen, außer ein paar Treasure Sharks? Egal, machen wir beim nächsten Mal. Dann verfolgen wir Swedenborg und natürlich kriegen wir dann hoffentlich dann auch wirklich die neue Waffe. Und irgendwann möchte ich auch diese Superwaffe haben. Würde mich sehr freuen. Ich möchte mal ganz kurz was schauen. Und zwar... die Drake-Straße. Okay. Auch nicht schlecht. Bellingshausen-Schelf. Okay. Phobos Lopez.
Okay, interessant. Also ich denke mal, dass hier entweder... Ich könnte mir vorstellen, Phobos oder Bellingshausen oder Little Paris, das sind wahrscheinlich noch irgendwie Orte, wo wir, die wir ansteuern werden, wo ich dann auch noch jedenfalls meine Waffen verkaufen kann. Und so weiter. Ja, es bleibt spannend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Aquanox 2 Revelation. Haut rein, bis dann und ciao.